In diesem Video erkläre ich eine Sonderform der linearen Differentialgleichung, und zwar genau die mit konstanten Koeffizienten. Und zwar im ersten Teil vor allen Dingen erster Ordnung, im zweiten Teil dann entsprechend zweiter Ordnung linear. Das heißt, das Ding sieht fast aus wie eine lineare Gleichung. Wir haben hier einen y' erster Ordnung, also kommt nur in erster Ableitung vor, konstante Koeffizienten. Das heißt, hier gibt es kein f von x, sondern nur eine Zahl. Und die kann noch gleich irgendeiner Störfunktion sein. Die ganzen Dinger berechnen sich nämlich alle sehr leicht. Man kann natürlich hier erst die homogene lösen mit Variation der Konstanten. Das geht sehr einfach. Und dann die inhomogene lösen mit ebenfalls mit homogene lösen mit Trennung der Veränderlichen, die inhomogene lösen mit Variation der Konstanten. Und dann kommt man aber auch immer wieder auf dieselbe Form von Lösung. Und zwar kann man sehr schnell die Lösung angeben mit y' ist gleich a plus ay gleich 0. Kann man angeben, die homogene mit c mal e hoch minus ax, wobei dieses a und das a selbstverständlich das gleiche sind. Und die inhomogene Lösung lässt sich auch direkt angeben, und zwar mit Hilfe zweier Ansatzfunktionen. Wir benutzen hier jetzt keine Sinus-, keine Cosinus-Funktion. Und was auch ausgeblendet wird, sind Nullstellen, die komplexer Art sind. Das heißt, das sind zwei Teile, die hier jetzt tatsächlich fehlen. Sollten Sie das irgendwann mal brauchen, dann müssen Sie das entsprechend noch auffüllen. Wir gucken uns jetzt die zwei Ansätze an, dass die Störfunktion entweder ein Polynom ist oder eine Funktion e hoch x. Oder eine multiplikative Verknüpfung der beiden. Dann muss man die nämlich entsprechend hier, die Ansätze, auch entsprechend verknüpfen. Also man kann sich das mal anschauen, wie ist das verknüpft, welche Teile gehören zusammen, und dann baut man das zusammen. Denn hier nimmt man als Ansatz immer was Ähnliches, muss nur gucken, wie sehen die Konstanten aus. Hier für ein Polynom Endengrades brauche ich n Konstanten, setze auch wieder ein Polynom Endengrades an. Für die e-Funktion setze ich die Funktion wieder ähnlich an wie dieses hier. Nur muss ich aufpassen, dass dieses b hier nicht dem minus a entspricht. Denn sonst habe ich hier in meinem homogenen Teil das gleiche nochmal hingeschrieben. Das geht nicht. Ich brauche zwei unterschiedliche Lösungen, und dann, ich benutze jetzt hier mal den Begriff linear unabhängig, die beiden Funktionen sind linear unabhängig. Das heißt, man kann nicht aus der Funktion diese durch Ableiten irgendwie erhalten. Das geht schlicht nicht. So, einmal ein Beispiel. Gucken wir uns diese Funktion hier an. Die ist linear, erster Ordnung. Erster Ordnung, weil hier nur eine Ableitung in erster Ordnung drin vorkommt. Linear, weil kein y-Quadrat, kein x-Quadrat, kein y-Quadrat drin vorkommt. Und mit konstanten Koeffizienten, weil vor dem y nur eine Zahl vorkommt. Wir haben hier eine inhomogene Gleichung mit 2x-Quadrat minus 4. Für die homogene DGL setzt man dann an, okay, ich habe das, setze das Ding gleich 0. Sie können das gerne mal ausprobieren. Rechnen Sie es gerne mal durch mit dem Ansatz, den ich in den letzten Videos erklärt habe. Sie kommen tatsächlich auf c mal e hoch minus 2x. Geht sehr schnell. Probieren Sie es einfach mal aus. Den Ansatz für die partikuläre Lösung, was steht da, partielle, für die spezielle Lösung oder partikuläre Lösung, für partikuläre Lösungen, können da genauso gut ein S hinschreiben, für spezielle Lösung, wird wieder angesetzt wie das Polynom. Und dann wird das so lange überführt, das zeige ich Ihnen gleich, dass man auch tatsächlich eine Lösung erhält. Der Ansatz für eine andere Funktion, ich nehme mal jetzt hier die gleiche lineare DGL mit konstanten Koeffizienten wieder oben. Denn wir konzentrieren uns gerade mal hier nur auf die Ansatzfunktion. Wenn wir 3e hoch minus 2x haben, dann nehmen wir als Ansatz für die spezielle Lösung c1x hoch e hoch minus 2x. Denn wir haben hier die minus 2 und das ist gerade minus a. Also muss hier noch ein x mit rein.
So, wie kriegt man jetzt mit dem Ansatz auch tatsächlich eine Lösung? Das geht an sich relativ flott. Man nimmt die partikuläre Lösung, leitet sie einmal ab und setzt sie dann in die Differentialgleichung ein und guckt dann, was herauskommt. So, die Ableitung wäre 2c1x plus c2. Die setze ich jetzt in diese Gleichung hier wieder ein. Das heißt, ich bekomme y' ist also 2c1x plus c2 und y ohne Ableitung war ja der hier oben der Teil, also 2 mal, die 2 kommt daher, c1x Quadrat plus c2x plus c3. Und das Ganze soll ja sein unserer Störfunktion. Die Störfunktion für den ersten Teil war 2x Quadrat minus 4. Auflösen ergibt 2 C1 x plus C2 plus 2 C1 x Quadrat plus 2 C2 x plus 2 C3 gleich 2 x Quadrat plus, natürlich minus 4, weil wo soll das Plus daherkommen? Und jetzt macht man einen Koeffizientenvergleich, ähnlich bei der Partialbruchzerlegung. Für x Quadrat haben wir hier eine 2, x Quadrat haben wir hier drin vorkommen. Also muss 2c1 gleich 2 sein. Damit ist c1 gleich 1. Für x haben wir eine 0, weil hier, das kommt hier ja gar nicht drin vor. Und dann haben wir 2c1, also 2 ist plus 2c2 muss gleich 0 sein. Daraus folgt c2 ist minus 1. Und schlussendlich haben wir noch hier c2 und 2c3. Das muss gleich minus 4 sein. Also ist C3 gleich minus 1,5. Damit haben wir jetzt auch eine partikuläre Lösung, also yp ist damit gleich x Quadrat minus x minus 1,5 und damit ist eine allgemeine Lösung nichts anderes als ce hoch minus 2x, das ist die homogene Lösung, plus x Quadrat minus x minus 1,5. Und wenn Sie das ausprobieren, werden Sie merken, das passt. Analog geht das für den zweiten Fall. Da hatten wir eine partikuläre Lösung dieser Art. Die können wir mal kopieren, hier unten hinschreiben. Die müssen wir natürlich auch einmal ableiten. Dann haben wir hier also C1 e hoch minus 2x. Denken Sie daran, dass es eine Produktregel ist und C1 x e hoch minus 2x mal minus 2. Das gibt dann C x e hoch minus 2x für diesen Teil hier hinten. Halt, da ist das x erstmal nicht. Plus c x e hoch minus 2x mal minus 2. Die minus 2 schreiben wir ruhig nach vorne. Und dann haben wir hier noch den Teil 2 mal.
Und das Ganze soll sein die 3e hoch minus 2x. Klammern wir jetzt hier die e hoch minus 2x aus, denn die brauchen wir nicht. Und gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier stehen c. 1 minus 2x plus 2x. Das hier ist 0 und sollte nach Möglichkeit auch 0 sein, denn wir haben ja kein x, ist 3. Und dann kriegen wir heraus, c ist 3. Also ist hier y gleich ce hoch minus 2x plus 3e hoch minus 2x. Halt, da fehlt das x. Es wird ja hier in die partikuläre Lösung das c eingesetzt. Dieses c hier, was hier jetzt steht, ist natürlich immer das c1.